Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey, und das ist und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA 21 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. FIFA 22 Mobile, die Beta, haben wir um 19 Uhr wieder gezockt. Das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auch wenn ich es nicht vergessen sollte, unten in den Kommentaren angepinnt als Kommentar. Ne? Man kennt ja, da kenne ich nichts, Jungs. Wir werden heute die Fall Festival Packs öffnen und auch Flash Sale Packs. Also Flash Sale plus Fall Festival Pack Opening heute. Auf ganz entspannt, habe ich absolut Bock drauf und wir probieren natürlich den Matze zu ziehen. Nicht Matze Ginter, auch nicht Matze Kruse, auch nicht Matze Hummels, sondern Matheus Cunha. Oh, der ist mal ein Verbindungsproblem. EA? Kuss. Das ist natürlich, finde ich nett von euch. Finde ich nett von euch, direkt zu Beginn der 20 Uhr Folge, mir einfach mal einen Verbindungsfehler reinzudrücken. Das ist doch, so geht man doch gerne rein. Das ist doch sehr geil. Das ist doch köstlich, schmöchtlich, EA. Das ist köstlich, schmöchtlich. So. Transferfenster, Toki Mokis. Das heißt, wir können 9 Packs davon öffnen. 9 Voll-Festival-Packs. Ich habe noch kein Pack geöffnet. Das heißt, die ersten Packs sind ja auch quasi garantierte Spieler-Packs. Und im 9. Pack haben wir dann auch nochmal einen garantierten Spieler, weil wir ja diesen Balken links voll machen. Auf ganz easy peasiness. Und wir gehen rein. Ja, wir gehen rein ins erste Pack. Ich hab Bock. Leute, ich hab Bock. Ihr könnt sehr gerne zu Beginn des Videos einen Däumchen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, könnt ihr natürlich auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Das ist ja auch klar wie Kloßbrühe. Das ist klar wie eine Klarsichtfolie. Und das ist auch klar, dass Marlon da Silva Barbosa mit Zweikampfboost, Herbstfest Top-Transfer-Spieler, Premium-Version, Schachter Donetsk, ein richtiger Esel ist. 98er im ersten Pack, das ist frech. Das ist frech. Das ist verdammt nochmal frech. Pack Nummer 2. Pack Nummer 2. Oh, Arne Meyer. Arne Meyer gibt's auch, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ist jetzt auch nicht wesentlich gut, ne? Also gut wäre nur ein Ashley Young und ein Cunha. Ja, okay, vielleicht noch ein Gazza Niga ist auch noch in Ordnung. Ein Dennis kann ich ziehen, ich kann meinen Namensvetter ziehen und ich kriege einfach Arne Meyer den Ehrenmann. Wer erinnert sich noch an die damaligen Arne Meyer Zeiten? Die waren noch episch, oder? Die Arne, wirklich, damals, da weiß ich jetzt auch, wer Elite von der Hashtag Packs Army ist. Wer jetzt noch weiß, was wir mit Arne Meyer damals alles gemacht haben, die sind wirklich von der Elite. Die sind von der Elite. Da könnt ihr euch auch angesprochen fühlen, wenn ihr das noch kennt von damals, Arne Meyer und so. So, drittes Pack. Munir Shuya. Ja, erstmal egal, ne? Auch wenn es jetzt loste Spieler sind. Hauptsache, wir ziehen Spieler. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Pack Nummer 4. Jan Karamo. Na, wir steigern uns. 104. 104. Okay. Und? Pack Nummer 5. Christopher Ayer. FC Brentford, Norwegen, alle Klärchen. 5 Packs, 5 Spieler. Schmeckt. Da kann ich mich nicht beschweren. Da kann ich mich jetzt derzeit nicht beschweren. Oh, Cunha! Matheus Cunha, was geht ab? Wir kriegen ihn wirklich. Wir haben den besten Spieler gezogen. Lol. Lol. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und Young hinterher! Yay! Ich liebe euch, EA. Frank, Dave, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ihr seid die allerbesten. Einfach die zwei besten Spieler hintereinander gezogen. Ja, jetzt ist mir auch Murutan voll egal. Leute, ich habe 7 Packs. Ne, 8. Ne. 8 Packs, 8 Spieler. Ist EA irgendwie krank? EA? EA, seid ihr irgendwie... Und Shomu Rodov. Also jetzt habe ich im garantierten Spielerpack den schlechtesten Spieler gezogen. Ist mir aber egal, ich habe Cunha und Young. Ich habe 9 Packs geöffnet und 9 Spieler. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war das beste Pack-Opening zum Fall-Festival-Event, was wir jemals hatten. Ist einfach Fakt. Das ist einfach Fakt. Matheus Cunha, was kann der? Ja, Matheus Cunha kann noch ein paar Millionchen und die nehme ich mit. Ich guck mal, was der günstigste ist auf dem Transfermarkt. Für 4-5 gibt es keinen. Also sind alle abgelaufen. Das heißt, wenn ich den 4-5 reinstelle, sollte es in Ordnung sein. Und Young? Für, Young fängt bei 4-4 an, okay. Das heißt, hier, Cunhachen kommt für, ich mach mal 2-5 Starti.
Und ich mache 4,5 Sterne, also Fortkaufpreis. 4,5 Millionen Münzen haben oder nicht haben. Ich möchte sie definitiv haben. Und Young wird auch nochmal reingeknallt hier. Für 2,5 Startpreis. Und für 4 Millionen glatt mache ich Young. Zack. Was hier mit Vlasic? Was ist das für ein Preis hier eigentlich? Ah ne, dann behalte ich den. Behalte ich stehen. Mal gucken, ob der rausgeht. Ich hier die ganze Best ist schon wieder alles voll mit den ganzen Anfragen und so. Rente habe ich gezogen. Ich habe einfach Rente gezogen, Jungs. Und nochmal Rente. Ich habe zweimal Rente gezogen. Ich kann in Rente gehen, Kappi. Kappi, Wappi, Schmappi. Ja, hier mit den ganzen Liga-Beitragsgeschenken und so. Wir gehen rein in Flash Sale. Da öffne ich jetzt nämlich noch schöne, knackige. Ich habe ja gesagt, Flash Sale Pack Opening und Fall Festival. Die Fall Festival Packs, die waren ein voller Erfolg. Und die Frage ist, was wird mit den früheren Spieler-Packs passieren? Also die Flash Sale Packs. Ich werde davon 2 oder 3 Packs öffnen, ich weiß noch nicht. Wir starten hier ganz locker flockig mit diesem Pack. Und gönnen einen 109er. Oh, Bötzius 100. Ich habe schon gedacht, Alter, wieso ich denn da? Ja, Skillboost-Karten sind das dabei. Oh, Bötzius 100. Das war lost. Das tat weh. Das tat weh. Das tat richtig weh. Und wer ist im nächsten? Im zweiten. Zweites Pack. Firmino 107. 107, das ist gar nicht so verkehrt. Kann der noch was? 107er Firmino? Würde ich mal sagen, guck mal nach. Roberto Firmino. Ich ahne Böses, dass der nichts wert ist. Aber vielleicht ist er was wert. 2,8. Boah. Ja, verkaufe ich aber trotzdem. 2,8 haben oder nicht haben. Und die nehme ich mit, würde ich sagen. Also ich werde ihn nicht für 2,8 reinstellen, sondern für 2, 4, 5. So, zack. Dann bin ich der günstigste und dann sollte er eigentlich relativ schnell weggehen. Kunja und Young sind noch nicht weg, aber wir öffnen das nächste Pack. Ich würde sagen, wir machen noch eins. Das war in Ordnung. Das erste Pack war Schmutz, das zweite Pack war gut. Und das dritte Pack, ich mache es jetzt vom dritten Pack abhängig. Wenn das dritte Pack in Ordnung ist, dann möchte ich dir vielleicht noch ein viertes. Aber müssen wir erstmal gucken, wie das dritte jetzt läuft und was wir ziehen. Das ist klar. Und drittes Flash Sale Pack, Es hat geruckelt. Joshua Kimmich. Ein Kimmich. Ultimativer Tots aber. Ultimativer Tots Kimmich. Ist das vielleicht in Ordnung? Matthäus Kunja, sag ich schon. Kimmich, ultimative Tots-Karte. Kimmi? 102? Das ist die ultimative Karte, ne? Ja, ungefähr genauso viel wie Firmino. Und Firmino war ein 107er. Also ist es für einen 102er ultimativer gar nicht so verkehrt. Aber jetzt halt natürlich auch nicht so, ne? Wo ich sage, geil, ich habe jetzt 50 Millionen Münzen extra. Ich mach mal 1,5 Starti. Und sofort Kaufi. Mache ich 1,95. Auf ganz entspannt. Dass sich dann vielleicht auch jemand denken kann: Ey, geil, ich habe einen Schnapper geschossen. Ich habe ein Schnapperchen geschossen. Leute, das soll's gewesen sein für die heutige 20 Uhr Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. FIFA 22 Mobile gab es um 19 Uhr. Könnt ihr sehr gern auschecken. Des Weiteren gab es natürlich heute Vormittag um 8 Uhr mit einem Käsebrötchen in der Hand. Eine neue Folge von Messi's Journey. Morgen früh gibt es eine neue Folge von Ich bewerte eure Teams. Und natürlich morgen Abend. Ne? Darauf könnt ihr euch jetzt die nächsten Wochen freuen. Bis Mitte Dezember auf jeden Fall. Weil bis Mitte Dezember ist FIFA 22 Mobile ja draußen. Das heißt, morgen Abend 19 Uhr FIFA 22 Mobile. Die Beta, wichtig zu erwähnen. Und um 20 Uhr die 20 Uhr Folge. Das soll es gewesen sein von mir. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein und Tschüssikowski.